siebtes Studioalbum. Aber zählst du Live-Alben, also zählst du irgendwie die in Dub auch dazu? Nee. Zum Beispiel, ja. Und Live auch nicht und Best of auch nicht. Ich glaube, es ist das siebte Studioalbum. Ja. Also Kalahasi, Obuchaka, also, Rooftops, ja. La Famille, Heavy Heavy, Jamelian, Jamelian. Heavy Heavy. Habe ich jetzt, ja, und jetzt Screech. Das ist das siebte. Ich habe so ab drei aufgehört zu zählen. Einerseits soll die Platte ja so ein Statement sein für Toleranz, für Vielfalt, für alles bunte, bunte Vögel. Ne? Jeder hat die Freiheit zu sagen, zu denken, auch im gewissen Umfang zu tun, was er mag. Ne? Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie ein Statement gegen die Intoleranz der Menschen, die sich momentan auf ihre Redefreiheit berufen und mit ihrer Angstmacherei und ihren alternativen Fakten und wie das alles heißt, irgendwie dann sich genau gegen die Freiheit wenden. Every time my baby be coming around, she be saying that I'm making way too much sound. I try not to be like a clown, I'm living in a world apart. Living in a world apart. We live the many world apart. Living in a world apart. Also wir haben so gut wie jeden Club in Deutschland gesehen, sehr viele Clubs in ganz Europa und es gibt dann immer wieder Sachen, die sind outstanding und es gibt für einen persönlich dann auch hin und wieder Sachen, wo man sagt, das ist das Beste, was ich überhaupt jemals gesehen habe in der Beziehung. Ja. Da muss ich sagen, da gibt es diesen einen Club in der Schweiz, das ist das Café Bar Mokka in Thun, aber dieser Konzertclub, der hebt, also diese Stadt auf die Landkarte der wichtigsten Orte für den tourenden Musiker überhaupt. Leider ist der Erfinder und Betreiber des Café Bar Mokka in Thun irgendwie letztes Jahr sehr überraschend und zum Leidwesen vieler irgendwie verstorben. Unser aktuelles Album Freedom of Screech ist diesem Herrn gewidmet, dem Beat Anlicker in Thun. Ja. Hold the line. So where you go, so where I wanna be tonight. You make me believe, you make me see the light. Probably I'll find my peace tonight, so why don't you and I just seize the night? I'm gonna drink strictly G&T's tonight. I ain't gonna let your mind sleep tonight. No, you won't be camel, no sheep tonight. Because it seems to me that you're in heat tonight. Entstanden ist die Sache mit den Spendensammeln eigentlich dadurch, dass eine gute Freundin der Band irgendwie, die hat auch angefangen, so bei Goethe mitzuarbeiten und bei NGOs mitzuarbeiten in Südafrika und in Uganda. Wo es dann auch eine Reise nach Uganda gab mit Shamaram. Und da hat man dann eigentlich zum ersten Mal so richtig gesehen, was eigentlich so los ist in Afrika, wie dort irgendwie, also was da das Everyday Life und die Probleme sind von den Leuten so auf der Straße auch. Und dann, wo man halt dann einfach gesagt hat, naja, okay, was wir ganz einfach machen können, ist, dass wir irgendwie einen Spendenaufruf starten auf jedem Konzert, einfach eine Dose rumreichen, haut ein bisschen Kleingeld rein. Ja? Jetzt geht es 10 Jahre bald schon irgendwie und es wurden knapp 100.000 Euro eingesammelt insgesamt auf diesem Weg, wo wir eigentlich ganz mächtig stolz drauf sind. I'm gonna take you in my car, on the back seat tonight. Be a good girl, baby, be my freak tonight. Give me some of that peace tonight from the good stuff. I'm gonna need a fight just like a hunter. I got you on my sights like a lion. I'm after me tonight. I'm gonna find some under your sheets tonight. So please, let me have a little peek tonight. Als ich neu in die Band reingekommen bin, gab's die schon, ne, länger. Und ich bin extra nach München gezogen für die Band. Und musste auch immer sagen, ich liebe Jamaram. Und bin in den Bus eingestiegen für den ersten Tag Tour. Und die haben sich so heftig gestritten im Bus, dass ich dachte, die Band löst sich jetzt auf dort und dann, ohne dass ich jemals einen Ton mit denen gespielt habe. Und genau, schlussendlich habe ich dann gemerkt über die Jahre, es gibt einen bestimmten Ton bei Jamaram, der, ne, für Außenstehende hart wirken mag und er ist auch hart, aber er ist... Man legt sofort alle Karten auf den Tisch. Aber, ne? Aber auch nicht mehr so wie früher. Nicht mehr so wie früher. Ja, man wird altersmilde, ne? Man wird mild, ja. Und man stößt sich die Hörner ab und man wird insgesamt ruhiger und auch erfahrener als Travel Party. Man lernt aufeinander Rücksicht zu nehmen und auch dann zu akzeptieren, wenn ein anderer mal irgendwie ein bisschen ausbricht. Bei Jamaram ist es so, wenn einer abhebt, weil ihm irgendwie das Ego durchgeht, dann holen ihn die anderen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Wenn einer am Boden liegt, dann heben wir unseren Bruder auf und schleifen ihn mit. So ist das. Wenn jemand zu unfit aussieht, dann schicken wir ihn einfach. Ja? Sagen, do the 20, Sam.
Und es ist gut für alle. Das ist toll, so auf einer Raststelle oder so im Restaurant oder so.